Ja, ich würde gern. Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Aber... Aua, 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 aua. Ups. Okay, die alte ist zwar ganz praktisch, aber um echt zu sein... Moment mal, ich muss ja eben auf die Standardnieten wieder umschwenken. Aber um ganz echt zu sein, bin ich mit dem Blitzding, glaube ich, besser bedient. Habe ich zumindest so das Gefühl. Verbandskasten, Eve-Spritzen würde ich auch gerne nochmal auffüllen. Das brauche ich momentan nicht. Und ich glaube, ich gehe mal mit Antipersonen. Genau. Bei Männern geht's nicht um Muskeln, weißt du? Wer ist da? Ich werde dich zurechtkommen. Meine Güte. So, das würde ich gerne einmal auflösen. Dann würde ich gerne einmal hier ein bisschen... Oh, scheint aber nicht viel zu sein. Okay, Antipersonen scheinen gegen die Dinger zumindest nicht allzu gut zu sein. Ah. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre... Verbandskasten, Niete brauche ich gerade nicht. 50er Kugeldinger auch nicht. Junge, es tut mir leid. Ich habe dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Nein. Als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Ah! Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Was haben wir denn hier? Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. 7 und 3 sind die letzten beiden. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Versuche an Fontaine vermietet. Und jetzt... Jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Das ist der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Aua, aua. Den Rest werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie rauskriegen. Ah, hier muss ich noch nicht hin. Bitte lass mich durch. Vielen Dank. Ich schätze mal, wenn ich hier hoch könnte hier irgendwo...
Das war ein bisschen unnötig. Aber okay. Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und... Ah, schau mal. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2-6. Ah. Okay. 2-6-7-3. Das ist der gesamte Code, mein Junge. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Aua, aua, aua. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Bin bereits eingerichtet. Deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine... Schisch. Eine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. Yep. Okay, ich habe keine Kugel mehr dafür. Boom. Okay, wir nehmen jetzt erstmal die Splittergranaten. Ich denke mal, das dürfte eine ganz nette Sache werden. Und wir müssen hier wirklich voran. Aber ich muss nachladen. Lad nach. Sorry, Kumpel. Okay, viele habe ich nicht mehr. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Ja. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Nein. Mir bleibt nichts mehr. Ja. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Das ist nicht sehr nett. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Sehr gut, die sind fort. Und ich habe meine kleine Little Sister hier dabei. Das ist sehr gut. Du kannst auch noch ein bisschen was abgeben. Und wir müssen hier... Was? Naja, egal. Ja, komm mal mit, genau. Wir müssen immerhin Lamp in den Hintern treten und das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Okay. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater.
Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. Wo sollen die sein? Ah, oh, okay. Wir können weiter wieder hier hoch anscheinend. Okay, ich habe ein Mehrfachziel. Moment mal. Kinderstation im Kliniktrakt und Therapietrakt. Okay, wir haben also zwei verschiedene Ziele gerade. Ah, Lamp! Ich lasse nicht zu, dass er mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Hello, my little girls. Kommt, wir müssen uns ein wenig beeilen. Sonst haben wir hier demnächst ein paar Probleme. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, ich bin ja schon auf dem... Aua. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Ja, ich habe auch das dumpfe Gefühl, dass wir uns hier durchschießen müssen. Okay, davon habe ich noch genug. Antipersonenkugeln würde ich gerne vielleicht noch ein paar haben. Splittergranaten definitiv so viele, wie ich eben kriegen kann, falls es noch nötig sein wird. Oh oh. Acht, bitte. Auf 8. Gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Rufknopf an dem Fenster? Es ist noch nicht sicher anzufangen. Wir müssen erst die Splicer loswerden. Welche Splicer? Ach du! Hallo. Ah, zu viel des Guten. Oh. Oh. Das ist nichts gut. Oh. Ja, da hätte ich mich noch heilen sollen vielleicht. Ah, wir haben keine Splittergranaten mehr. 5 schwere Nieten sind nicht genug. Ja, danke schön. Das war ungefähr genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt gib mir dein Zeug. So. Haben wir noch mehr? Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. Mhm. So wie du es mir gezeigt hast. Ja, genau, das ist die richtige Einstellung. Meine Kleine. Okay, ich muss langsam mal mit irgendwas anderem. Wir schießen jetzt erstmal hier mit weiter. Dumme Ziege.